Jahren daheim. Ihr ahnt nicht, wie ich mich fühle. Böhmen, Tirol, Schweiz, Hessen. Danke. Und sogar Frankreich. Im freien Frankreich der Brüderlichkeit. Stülpner Karl, dafür beneide ich dich. Reisen, das ist sein Leben. Da sieht man was von der Welt. Und alles nur, weil ich desertiert bin. Werden Sie dir nicht einen Strick draus drehen? Hm. Vielleicht ist Gras über die alte Sache gewachsen. Ich hoffe es wenigstens. Denkt, was ihr wollt, ich hatte Heimweh. Sagt, was macht die Wolf-Christine? Die vom Wirt in Scharfenstein? Mhm. Die ist noch frei. Erzähl weiter von den Franzosen, von der Revolution. Hast du die Guillotine gesehen? Hm. Genug erzählt. Danach erzählen wir, wie wir 90 das Wild aus den Wäldern gejagt haben. Da hättest du dabei sein mögen, sage ich dir. Das hättest du sehen müssen. Ein andermal. Ich will so bald wie möglich meine alte Mutter sehen. Und Christine. Ende der Rast. Jetzt kommt das letzte Stück der Reise. Au revoir, Kameraden. Au revoir. Grüß Gott, Winklerin. Der Stülpner-Karl. Der Stülpner-Karl ist wieder da. Grüß dich, Philipp. Willkommen in der Heimat, Karl. Danke. So ein Gruß Reichels. Zum Gruß, Stülpner-Karl. Der Karl wieder daheim? Der Karl war immer ein richtiger Kerl. Gut, dass so einer wieder heimfindet. Wird sich die Stülpnerin freuen. Karl, dass du wieder da bist. Die Christine hat immer gesagt, dass du wiederkommst. Ja, und ich bleib jetzt auch. Die Christine ist noch hübscher geworden, als sie früher war. Und sauber, ich glaube auch im Herzen. Wenn du sagst, wird's schon stimmen. Alt genug zum Heiraten bist ja, da vergehen ja deine Flausen. Sorgst dich um mich? Ich weiß nicht, was der Gerichtsverwalter über deine Rückkehr denkt. Einfach zurückkommen. Diese Sorte glaubt, das Recht sei so kurzatmig wie ihr eigenes Gedächtnis. Ich will kein Aufsehen. Nehmt ihr zwei Häscher und holt ihr Nachtunggewehren. Diesen Kerl ins Gewahrsam auf die Burg. Besorgt, Herr Gerichtsverwalter, ich sperre ihn ein. Den stülpen wir mal nicht. Ist sie heiß? Ziemlich. Ziemlich. Verflucht heiß. Nun zu den Pfändungen. Das Detachement Soldaten für morgen ist sicher. Die Pfändungen der Bauernhöfe, Herr Gerichtsverwalter, sind gesichert. In der 9. Stunde, gemäß eurer Order, sind die Soldaten von morgen mit Chemnitz im Dorf. Gut, das wäre die Pfändung. Er kann gehen. Hat er die Akten gefunden? In meiner Registratur geht nichts verloren. Und wer ist so alt wie die Welt? Gegen Ordnung hat keiner eine Chance. Nicht einmal eine Revolution. Ah. 90 haben wir den Aufwieglern das Handwerk gelegt. Das kommt. Wir sind nicht so weich wie die Franzosen. Und jede Insubordination wird schon im Keim erstickt. Stülpner Karl. Na, da ist der allerhand beisammen. Verflucht! Mit der Zeit müsst ihr doch kalt werden. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Ich auch. Vielleicht bin ich nur deinetwegen zurückgekommen. Ach, Schwindler. Meinst du, ich weiß nicht, wie sehr du deine Mutter magst? Ja, aber meine Liebe zu dir ist etwas anders. Mutter gibt's nur eine. Aber schöne Mädchen hättest du in Frankreich auch finden können. Hm? Ja, aber keine wie du. Hast du es ausprobiert? Frag nicht so dumm. Wenn Eifersucht dumm ist, dann werde ich wohl ewig dumm bleiben. Mehr liebt, wen Eifersucht entflammt, doch besser liebt, wer sie verdammt. Woher hast du den Vers? Hm? Den hat mir eine französische Schankwirtstochter geflüstert. Wohin ist der Schuldner, Karl? Ins Dorf. Ja, ich meine, ja. Ins Dorf. Na ja, zur Mutter. Und zu Christine, seinem Liebchen. Und zu dem Gerichtsverwalter. Der wird ihn fangen wollen, wenn er erst hört, dass der Stülpner Karl zurück ist.
Unser Herr Gerichtsverwalter hat einen nachtragenden Charakter. Der Karl wird jetzt einen schlauen Freund brauchen. Naja. Nicht schlecht. Mal sehen, wer die nächste Runde zahlt. Du. Wart ab. Bewahre mir gut, wie viel. Mach ich. In die Falle läuft er, der verliebte Depp. Was haben wir denn heute aus der Küche mitgehen lassen? Einen Schinken und drei Hühner. Nur den Ochsen, der seid ihr, den lasse ich hier. Sie wollen ihn fangen. Wann konnte ich nicht verstehen, aber er ist in Gefahr. Muss er wieder weg? Ihr müsst ihn warnen. Soll er denn nie zur Ruhe kommen? Vater wird Schwierigkeiten machen. Er möchte, dass ich den Helfrich Hermann heirate. Den Hänfling? Mhm. Hast du wohl mit ihm geturtelt, weißt? Mhm. Frag mich zu tun. Hm. Wenn Eifersucht dumm ist, werde ich wohl ewig dumm bleiben. Du lernst schnell, sehe ich. Mhm. Nicht nur vom französischen Jean Kürztöchter. Mhm. Karl! Mutter, sie ruft nicht ohne wichtigen Grund. Karl! Musst du schon wieder fort? Kalt wirst du's haben, wenn der Winter kommt. Kalt? Aber frei, Mutter. Willst du nicht lieber wieder außer Landes? Mhm. In der Fremde steht man so allein. Im Wald ist es auch einsam. Für mich nicht. Und außerdem kann ich hin und wieder bei dir vorbeischauen. Und bei Christine. Mhm. Und bei Christine. Gibt's denn keinen anderen Weg, den Gerichtsverwalter zu besänftigen? Hm. Soll ich mich einsperren lassen als Deserteur? Soll ich kriechen? Vor dem Günther und seinem Pack? Nein. Die Obrigkeit macht mit uns, was sie will. Da hilft Stillhalten auch nichts. Du denkst an Vater. Ich will mal nicht so elend verhungern. Wie er im Turm. Gespart. Du wirst es brauchen. Ich schieß mir, was ich brauche. Malfizbub, du. Ich dachte, ich hätte ihn. Dann ist er wohl weg. Seht hinter die Tür. Oh. Los. Lauft ihm nach. Komm hier raus. Los, hier lang. Komm, was stehst du denn hier herum? Ihr müsst euch hinsuchen. Hinterher, los. Nein, du gehst links rum. Der Räuberstutzen. Konfisziert. Das Räubergeld. Erlös von unseres gnädigen Herrn Hirschen. Konfisziert. 10 Jahre Kerker oder gar gehängt, dein Tu nicht gut. Ganz wie der Herr Gerichtsverwalter geschlafen hat. Vom Schlafen hängt es ab,
Ich denke vom Gesetz, dass der Günther studiert hat. Wo ist dein Sohn? Kennst nicht so, Alte! Stirb, Lerin! Eine Frau schlagen! Pfui, Herr Bittel! Das geht ihn gar nichts an! Och doch! Selbst der Gerichtsverwalter möchte staunen, wenn er hört, wie eifrig ihr den Stülpner sucht. Wo ist der Stülpner? Das wollte ich gerade euch fragen, Bittel. Weg ist er! Das tut mir leid. Für euch. Es geht das Gerücht, dass der Gerichtsverwalter morgen die verschuldeten Höfe fängt. In Lommatsch und in Jöstadt sollen sie auch fänden. Ein Fuhrmann hat's mitgebracht. Man sollte nicht mal darüber reden. Wenn sie meinen Hof mir pfänden und deinen? Das wird gerade noch gefehlt. Eine Petition in aller Ehre und Devotion zu unserem Grafen. Nachlass der Schulden und am Ende gar ein bisschen Jagdrecht. Der Graf, wann ist er schon auf seiner Burg? In Dresden lebt er lustig oder in Weimar. Ja, ja, und wenn er kommt, dann hört er nur auf den Verwalter Günther. Was, wenn uns einer hört? Ach, seit 90 war keiner mehr ein Wort. Fallstöhne, seitdem wird nur gereckt. Allerdings ein bisschen leise. Bloß gehandelt wird nimmer. Die Strafen waren zu hart, da ist die Angst groß. Grüßt euch. Habt ihr ein Krügel Bier für einen durstigen Musikus? Sei gegrüßt, Schwarz. Danke euch. Ja, weißt du Neuigkeiten? Es wird viel geredet, aber nur die Hälfte ist wahr. Wohlbekommst. Danke. Man munkelt von Pfändungen bei verschiedenen Höfen. Es ist möglich. Es weiß eben keiner was Genaues. Und doch ist's wahr. Und ihr? Vom Stülpner Karl habt ihr nichts gehört? Es hieß, er sei wieder zurück. Hast du ihn gesehen? Nein. Guten Abend, alle beisammen. Ach, der Herrschaftsjäger. Ist die Christine schon schlafen? Hat Kopfweh den ganzen Tag. Und Kummer um den heimgekehrten Liebsten, ne? Ach was, die schaut nimmer nach dem Stülpner. Ich rate euch, bewahrt sie vor dem Galgenvogel. Der Strick wird schon gedreht. Habt ihr was gehört vom Stülpner? Er ist wieder im Dorf, sagen sie. Gerede, ich hab gehört, er steckt in Böhmen. Da hat man euch belogen. Ich sag euch, der ist da, aber er hat abgegessen. Wohlbekomm's. Danke. Wenn er heute im Dorf ist, dann kommt er nicht wieder hinaus. Wieso heute? Amtsgeheimnis. Jedenfalls, wer einen Deserteur zur Nacht behaust, der kommt ins Gefängnis. Jemand sehen, der dich verrät. Ja. Ja. Ach, wie oft habe ich davon geträumt, auf diesem Bettchen mit dir auszuruhen. Nicht wie heute. Es ist nicht an der Zeit. Im Dorf ist was los. Habt ihn? Er ist entwischt. So ist er noch im Dorf. Wer kennt sich bei den Malunken schon aus? Gerichtsverwalter schon verständigt. Ich will jetzt auf die Burg. Ihr seid ein guter Schütze, begleitet ihr mich? Feige? Ja, nein, ihr kennt mich doch. Wozu dann das Geleit? Auch nicht um den Preis? Der Stülpner stürzt. Geleit zur Burg und der ist euer. Top, der Handel gilt. Kommt. Für deine Mutter lass mich sorgen. Hm? Sie sprach von unserer Hochzeit. Mein Vater sagt, ein ehrliches Mädchen kann einen sächsisch kurfürstlichen Deserteur nicht zum Manne nehmen. Dein Vater ist genauso schlimm wie alle anderen. Aber ich will es denen zeigen. Du willst Rache, oder was? Klüger wäre, wenn Gras über alles gewachsen ist, kommst du wieder? Und wir heiraten doch. Ich bin 4 Jahre außer Landes gewesen. Und 4 Jahre ist kein Gras drüber gewachsen. Wir lassen es auch künftig nicht zu. Ich bring dich unnütz in Gefahr. Besser, ich krieg irgendwo bis morgen ins Heu. So ein großer Jäger und nicht mehr Verstand als ein Dachs. Wo
Wo wärst du sicherer in dieser Nacht als bei mir? Ging sie noch nie zu Ende. Die Morgensuppe kommt gleich. Ach, ich hab's nicht eilig. Ich auch nicht. So. Lasst's euch schmecken. Nicht aus dem Haushalt. Wo bekommst? Dank dir, Christinchen. Esst euer Supp und dreht die Augen wieder grad, sonst schielt ihr zeitlebens. Hat Haare auf den Zähnen, das Biest. Eine große Freude, wer mich zähmen, so ein Weibsbild. Man hat so seine Pläne mit dem Kind. Eine schöne Büchse. Habt ihr die schon lange? Gestern war sie noch des Stülpners. Ah, Hölle. Der böse Raubschütz sitzt im Turm? Noch ist er frei. Aber heute geht's treiben los. Die Obrigkeit, die lässt sich nämlich nicht spotten, weil wir sind nicht so weich wie die Franzosen. Hm? Und du, Pravda, das ist wahr. Mein Stutzen? Hat er gebracht? Ich komme ja da ran. Leise. Vor Jahren hattet ihr die Büchse schon einmal. Beim Preisschießen aus ihr Herrschaftsjäger. Ach, erinnert mich nicht daran. Aber eure Rolle war damals keine der Obrigkeit wohlgesonnen. Oh, seht ihr das so? Ja. Gott zum Gruß, Gevatter. Gott zum Gruß. Guten Tag. Grüß euch. Seid gegrüßt, Vater Wolf. Christine! Ach, wo das Luder nur bleibt. Christine! Ich komm ja schon. Los, komm, mach Gäste. Ja. Ernst mit Empfindungen. Ja, wir haben gestern schon darüber gesprochen. Und da wollte keiner was Genaues wissen. Wie soll denn das vor sich gehen? Der Gerichtsverwalter hat Soldaten angefordert. Was? Was hat die bei einer Empfindung zu tun? Eine Anzahl. Ja. Ihr erntet euren Hafer wohl in der Schenke. Das hat Mantor schon besorgt. Das Grafen Hirsch haben Christians Feld gemäht und gedroschen. Und die Schweine haben es umgepflegt, Herr Jäger. Nicht so ungestüm. Das Wild gehört dem Grafen. Ich kann es nicht schießen, wann ich will. Na, Christinchen, findet sich denn noch der rechte Bräutigam? Es gibt auch eine Schonzeit. Für wen, Herr Förster? Für die Hirsche oder für das Feld? Ich kenne mich da nicht aus. Christine, noch 4 Bier auf meine Rechnung. Für die Bauern und für mich. Oh. Wir sollen wohl die Pfändung feiern. Ist alles egal. Wir sind ja doch am Ende. Uns geht's nicht besser. Fast alle Höfe sind verschuldet. Na, und die Angst vorm Fänden? Wir müssen schuften so und so. Nicht lang, denn zieht uns der Günther noch den Strohsack unterm Arsch weg. Möchte sein, dass der Herr Graf braucht das bisschen Stroh für seine feinen Pferde. Wird wohl so schlimm nicht werden. Wohl bekommst. Prost, Bauern. Helfrich, du bist ein Herrenknecht. Hund, beherrscht euch! Recht rein, Kameraden, schlag zu und schieß tot. Das Leben, es gilt keinen Heller. Wir fressen den Bauern das Schmalz weg und Brot und holen ihm den Wein aus dem Keller. Das Ganze! Die Moskiten setzt ab! Ah, schert euch hinein, ihr Kalbsköpfe. Ah, geh nur. Dass er nicht manns genug war, diesen Stülpner einzufangen. Halten zu Gnaden, aber in dem Kerl steckt der Teufel. Ach, papperapapp. Aber wir haben ihm solche Angst gemacht. Der Kerl ist über alle Berge. Es ist trotzdem gut, dass die Soldaten kommen.
Die hat er doch hoffentlich zur rechten Stunde bestellt, als er mit meiner Order beim Regiment in Chemnitz war. Gewiss, gnädiger Herr, zur 9. Stunde. Hier auf die Burg. Die Order lautete, ein Detachement Soldaten ab nach Scharfenstein. War nicht die Rede mit Verlaub von der Burg. Sacrebleu, doch nicht unter diesen veränderten Konditions. Blöder Hund! Hä? Der Sergeant, meine ich, der sitzt vielleicht jetzt in der Schenke und lässt uns hier warten. Kerl, schaff er die Soldaten her. Der Helfrich wollte auf die Folie in die Schenke. Ich meine, der wird das Militär schon weisen. Mädel, drei Bier! Na dann Prost! Vater, drei Bier! Lass mich wieder so gehen. Na, trink doch so! Ja, bring doch mal noch ein Bier! Ja, ich komm schon! Herbert! Bring doch noch eins, komm! Das helfe doch mal! Jawohl, Offizier! Redet, was ihr wollt, Kamerad Herrschaftsjäger. Unsere Order heißt, wir sollen hier warten auf den Gerichtsverwalter. Noch ein Bier für den Sergeanten. Und weiter eure Order? Es ist die Red von Pfändungen im Dorf. War früher hier nicht üblich mit Soldaten. Tja, schlechtes Beispiel verdirbt die gute Ordnung. Und der Aufruhr hier im Jahr 90, das macht der Schlamassel in Frankreich. Frankreich. Was man so hört, die Adligen davongejagt. Den König und sein Weib. Grausen möchte es einem. Davonjagen möchte angehen. Aber Blut? Die Herren schrecken vor Blut nicht zurück. Denkt ans 90er Jahr hier. Und was wisst ihr noch aus Frankreich, Gevatter? Viel und wenig. Nein, nein, Herr Kamerad, so lautet unsere Order nicht. Also gehe ich zur Burg und hole Weisung vom Gerichtsverwalter. Das wäre das Beste. Darf ich euch begleiten? Musikant, ihr seid mir nicht geheuer. Man spricht, der Rauchschitz hätte einen Hass auf euch. Sein eigener Stutzen wird ihn Mores lehren. Man spricht, der Stülpner Karl sei kugelfest. Ach, dummes Gerede, oder glaubt ihr es selbst? Vorsicht, scharf geladen. Wenn ihr erlaubt, ich kann das Feuerrohr besprechen. Auf einen kugelfesten Mann. Ein Spruch von einem ungarischen Zigeuner. Na, wenn ihr meint, Musikant. Der Spruch wirkt nur beim Laden, also zuerst heraus mit der Kugel. Köte, Harum, Maschik, Fettwehr, Wiesent, Platastroh. Ist was? Nö, nur eine Katze. Kösenem, Zepem, Körem, Sieveche. Ist jetzt alles in Ordnung? Möchte ich meinen. Er ruft uns nicht um diese Jahreszeit. Gott hilf mir, Herr Stülpner!
Darf ich um eine Büchse bitten? Stehen bleiben oder du bist ein Mann des Todes. Vorsicht, Herr Frick, am Ende ist der Kerl doch noch kugelfest. Das wollen wir sehen. Vorwärts, Stülpner, ab ins Burgverlies. Gib mir mein Eigentum zurück und ich lass dich laufen. Welche Großmut. Liegst du erst bei den Ratten auf dem Stroh, so tröste ich dein Christinchen und bring dir was vom Hochzeitsbraten in den Kerker. Trösten, Christine? Zurück, oder? Der ist wahrhaftig kugelfest. Ah? Da du es nun mal rausgekriegt hast, vergiss nicht, das den anderen zu sagen. Schwarzer, hol die Soldaten! Hau ihr ab, du! Nix da, ich renn zurück ins Böhmische. Komm. So. Rasch, eine geladene Büchse ist besser als ein Stoßgebet. Danke, du alter Taschenspieler. Aufs Wiedersehen. Schled und Schnaps, wie man ihn bei uns in Böhmischen brennt. Aufs Wiedersehen nach all den Jahren. Ja. Was rennst du so? Der Stülpner ist kugelfest! Jetzt traut sich der Ginter sicher nicht runter, aber er muss. Warum? Er hat heute Pfändungen angesetzt. Was pfändet er? Höfe, Vieh und alles, was die Bauern aus Not versetzt haben. Man soll's ihm versalzen, aber wie? Wir lassen ihn nicht aus der Burg. Kein Gerede. Ich muss und will pfänden. Die Soldaten müssen hier an Flugs. Hab's dem Sergeanten schon gesagt? Der wartet auf Befehl von euch, Sankt. Dann kriegt er den Befehl. Und einer von euch Hasenfüßen überbringt den Bastard. Ich hier helfe ich. Ein braver Jäger fürchtet sich vor dem Teufel nicht. Aber der Stülpner ist noch schlimmer und steht leibhaft an der Brücke. Schießt ihr den Schurken über den Haufen? Aber der ist doch kugelfest. Geht ihr nicht auf der Stelle? So war er einmal Herrschaftsjäger. Möchte man sprechen, dass der Günther und der scheißt sich in die Hosen. Und was weiter, Schwarzer? Noch ein Schlückelchen Schledorn Schnaps, ne? Noch sitzt das Schwein auf seiner Burg und schwitzt, aber dann? 100 müssten es sein, so wie wir. Dann wird er keine Höfe mehr knacken. Na, knackt er schon? Ich höre nichts. Wir zwei machen hier unsere Revolution. 90 hätte es hier sein mögen. Da sind die Bauern durch die Wälder und haben das Wild herausgetrieben. Ja, eine wahre Freude war das. Ein Seiler aus Liebstadt hat seine Schriften verbreitet, wie man muss leben ohne die Obrigkeit. Oh, gab's leider nicht lesen können, weil mir so ein gedrücktes überhaupt geht nicht in die Augen. Und im August 90, da sollen an die 8000 Bauern in Meißen auf den Katzenbergen gewesen sein, um die Gefangene aus der Stadt herauszuholen. Oh, schließlich kam ein rühmliches sächsisches Armeekorps unter dem noch rühmlicheren General von Boblik. Da war es aus mit einem Schlag. Und es soll damals viel Blut geflossen sein. Kein unnützes Blut vergießen. Wir müssen unsere Kräfte schonen. Soldaten sind mal kluge Leute. Wir machen ihnen ein Stück Lärm, dass sie es hören in der Schenke. Auf den Turm die Trommelschlag, das Feuer angeblasen. Und lass die Büchsen knallen, solange der Pulvervorrat reicht.
einmal, sag ich dir. Nimm noch länger weg. Da. Ach, der ganze Schnaps steht noch da. Prost. Was ist das für ein Krach? Was war das für ein Lärmen, Jungfer? Ja. Ruhe, ihr Gasteufel! Was geht in diesem Hundedorf hervor? Wir sind wohl hier die Hunde, ne? Uns gefallen lassen Soldaten vielleicht. Machen alle mal, was sie wollen. Der Kastellan feiert heute sein Wiegenfest. Und wenn die feiern, dann bleibt kein Auge trocken. Da bin ich wachsam. Das Misstrauen ist die Mutter der Sicherheit. Musketiere! Achtung! Reißt hoch die Frauenknochen! Marsch zum Bug! Antreten! Und Marsch! Ach, was ich! Die Soldaten kommen! Na also, wir sind listiger als dieser gottverdammte Raubschütz. Soldaten, rennt, so euch das Leben lieb ist! Was ist los? Augenblick! Rette sich, wer kann! Musketiers, Retiré, Retiré! Der Sack ist zu. Ein Schlitten und Schnaps ab dem Sieg, hä? Lad und denkt drüber nach, wie es weitergeht. Sie werden raus wollen, weil viel an Verstärkung haben sie nicht zu erwarten. Vielleicht die alte Pforte an der Nordseite. Hm? Schwarzer, bleib du hier, ich gehe derweil zur Pforte. Ist gut. Setz die Hüte wieder richtig auf, aber schnell. Schöne Sau. Sergeant Kötterich vom 3. Regiment mit 6 Musketieren und einem Tambour zu eurer Disposition. Und sowas will ein kursächsischer Chargierter sein. Und flieht vor einem Raubschütz. Wo bleibt da Sachsens Ehre? Sackerblö, und wenn der Kerl 10-mal kugelfest ist? Ihn habe ich nicht gefragt. Wir waren auf sowas von Empfang nicht gerüstet. Wir meinten, ihr seid Herr noch im Amt von Scharfenstein. Kerl! Wie lautet eure Order? Na, das Tor auf und fangt diesen Raubschützen, aber schnell! Den, der kugelfest ist? Ich denke, wir sollten zu einer Pfändung euch begleiten. Maul halten! Der Marsch war lang. Ihr müsst verstehen. Der schießt noch immer! Ein Ausfall hat keinen Zweck! Dann heißt es, dem Feind in die Flanke. Umgehen und zernieren. Das ist ein Befehl, Sergeant. Und wie? Die alte Pforte an der Nordseite. Der Jäger weist sie euch. Reisen so dicht an der Mauer entlang. Gebüsch als Deckung nutzen und ans Tor. Gleich schießen. So, na, los, Spur los, los. Mann. Warte mal, ich geb dir Feuer für die Pfeife. Hier wird auf. Los, Zeug! Verdammt, der hohle Backenzahn, die Pforte! Komm. Das ist die Chance. Kugelfest. Aberglauben. Der schießt wie ein Teufel. Rasch, rasch, hinaus! Das Tor ist frei! Wieso? Der Raubschütze ist an der Nordseite. Rasch, rasch! Tutang, Sweet! Na dann. Musketiere auf! An die Musketen! Und in Linie treten! An! Ihr auch! Ach! Ich denke, der Kerl ist kugelfest. Kann schon sein.
Aber meinen Hintern trifft er sicher. Zum Ausfall in Reihe! Marsch! Man zieht den Hut vor einem ehrwürdigen Jäger! Friedrichen! Da hat er, Sergeant! Er hat dem Schlüppner zu viel Zeit gelassen, er verfluchter Zauderer! Wohl unter Marschall Daun gedient. Der Kerl ist des Teufels! Ist bestimmt kugelfest! Helfrich, raus zur Pforte! So schnell kann der Schlüppner nicht um den Berg. Hier. Halt dich zurück! Den Stülpner trifft die wohlverdiente Strafe. Steh dahin. Der Stülpner hätte nur jeder seinen Mut. Mhm. Den Günther fressen längst die Raben. Ach, sei still, solche Reden passt nicht in eine ehrliche Schenke. Will nach dem Vieh sehen. Wörter schauen aus Geschäft. Und wenn wir nun und holen alle Mannsleute hier im Dorf zusammen und ziehen auf die Brücke. Sein, der Günther gibt mir nochmal Aufschub auf die Schulden, wenn ich bin. Der Hof ist ehrlich seit 200 Jahren. Nicht gegen die Burg. Auf Rebellion steht uns der Strick. Und wenn euch die Kleinen verhungern? Hm? Der Herr verlässt uns nicht. Sie schießen weiter. Seid ihr denn keine Männer? Christine! Bauern sind wir. Weißt du, was das heißt? Den Hof verlieren, die Kuh, die Ziege und das Fleckelacker? Aber sehen müsst man, wie es ausgeht. Bis zur Brücke hätte ich mich schon wagen. Na, so kommt doch! Zusehen, wie wenigstens einer einmal mutig ist. Schon das könnte uns einen... Ich komme mit. Vergesst das Zahlen nicht! Was hilft's? Mein Hof wird so und so gepfändet. Schwarzer, hast du noch eine Kugel? Nur die im Lauf. Und das hier ist die letzte. Ja, Brüderchen, so ein Löwenmut ist schön, doch finde ich, haben wir dem Günther genug eingeheizt. Lass uns zurück, im Wald ist er sicherer. Nun hast du mich endlich da, wo du mich schon so lange hinhaben wolltest. In deinen Wald. Einer wie ich möchte ich gerne in die Zukunft schauen. Der Stülpner schießt sich mit dem Günther. An dir so! Dem Karl helfen, schnell! Das wäre Rebellion! Denkt an Jahr 90, soll's uns ergehen wie denen. Heute ist nicht mehr 90. Wollt ihr den Stülpner Karl die Suppe allein auslöffeln lassen? Eingebrockt hat er sich selber. Richtig, Karriere. Der Helfrich hat's ihm eingebrockt vor Jahren schon. Komm doch! Soll ich die Leute zu Krüppeln schießen lassen? Einmannverlust, was heißt das schon? Und so schnell kann nicht mal Stülpner seinen Teufel stutzen laden. In unserer Order war nicht von Belagerung die Rede. Ich kenne seinen Oberst gut, Sergeant. Noch morgen läuft der Spießrutenzug Chemnitz. Alarm! Zum Ausfall! Antreten! Obacht! Ich mach mal eben die Tür zu! Nicht schlecht, Karl. Tja. Nun wäre so eine Gelegenheit und nun nix wie weg. Ja. Nicht schießen! Parlament her! Der Herr Gerichtsverwalter lässt euch sagen, so ihr den Burgberg räumt, will er den Grafen um Begnadigung für euch angehen. Begnadigung? Das hab ich von solchen Herren schon dreimal gehört und hinterdrein kam ich mit knapper Not von Galgen. Er soll mir's selbst sagen, sonst glaube ich nicht! Wir sind bereit, ihm freien Abzug zu gewähren. Den freien Abzug suche ich mir selber.
Ich verwende mich beim Grafen für eure Begnadigung. Schwarzer, geh schon mal voraus. Ja. Das lügt ihr in euren Hals hinein! Die alte Feindschaft kann begraben sein, Stöbner! Gut, ich vertraue auf euer Wort. Doch eins, wenn meiner Mutter noch ein Haar gekrümmt wird, so räche ich sie, Herr von Günther. Sagt doch eurem Büttel Bescheid, dass sie was erwartet. Ich birg ihm für die Unversehrtheit seiner Mutter. Auch darauf mein Wort. Die Abmachung gilt? Gilt. Drauf mein Wort. So lasst mir eine Stunde Zeit und die Burg ist frei. Es gilt. Auch darauf mein Wort. Der Fuchs läuft uns ins Eisen. 7 Bullen für den, der ihn fängt. Abmarsch geschwind, ehe er an der Brücke ist. Los, unter Kerl! Auf! Marsch zum Sturm! Die Randfehle unter das Tor! Los! Geworden. Dass man ihm gar nicht helfen kann. Der Turm wird er verenden wie sein Vater. Die Soldaten! Kasch, zurück ins Dorf! Bleib mal allein, Reichel! Die Bauern! Kann der Aufschütz hier entlang? Da, ihr müsst euch hier. Wo entlang? Da entlang! Lauf, nein, schneller! Die 7 Gulden sind unser! Halt, Herr Gerichtsverwalter! So euch das Leben lieb ist. Städtner. Sackreblö Stöbner. Was soll das? Die versprochene Stunde ist noch nicht herum. Ihr habt euer Wort gebrochen, ehrenwerter Herr Gerichtsverwalter. Was verlangt er? Runter vom Pferd. Runter vom Pferd! Ui, Hector! Stöbner, es gibt die himmlische Gerechtigkeit. Und die irdische. Euer Büttel hat meine Mutter geschlagen. Ihr, als Arm von eben dieser Gerechtigkeit, zieht diesem Schwein mit seinem eigenen spanischen Rohr 10 kräftige Hiebe über seinen Puckel. Na? Los, hau zu! Ha? Es muss sein. Ja. Die allerhöchste Staatsräson, es muss sein. Ich will hier wieder raus! Runter! Und? Eins, zwei, drei. Schaut mal, der Günther schlägt den Büttel von Thüm. Ja. Ein seltener Anblick. Der Stöbner erlebt. 6. Hau schon, meiner! Es muss sein. 7. Tut das weh! Es tut mir leid. 8. Ich leide für Sachsen. Er ist ein Held. 9. Ein Held für seinen Schuss. Was hilft's? Ich muss hier raus. Na, noch einen. 10. Zufrieden, Stöbner. Halt. Das war für die Mutter. Ich wiederhole. Wird ihr auch nur ein Haar gekrümmt, sobald ich fort bin? So reserviert euch einen Fensterplatz in eurer Familiengruft. Mein Wort drauf. Euer Wort gilt mir, einen Furz halten zu gnaden. Das habt ihr mir selbst vorgeführt. Solange ihr euch in Gefahr seht, geht ihr mit eurem Wort recht frei um. Und nachher? Ich versichere. Ich versichere mich. Eurer Pferde. Und jetzt macht, dass ihr wegkommt. Zu euren Soldaten, damit sie euch behüten können. Los! So. Oh. Oh. Reichel! Ja, was ist denn?
Der Gerichtsverwalter und der Bittel kommen zu Fuß. Und der Stülpner? Ist oben bei den Pferden. Hey! Bauern! Wohin sind die Soldaten? Flussabwärts, Herr Gerichtsverwalter! Soll er sie doch suchen, der Herr? Was ist, Christine, wir drei? Wo sind die Kerle? Ich muss zu meinen Amtsgeschäften. Flussabwärts! Die Schuldverschreibungen. Die sind noch in der Satteltasche. Stülpner! Ja? Ich erlasse ihm alle wohlverdiente Strafe. Schenk ihm sogar die Pferde. Allein ich brauche das, was in den Satteltaschen ist. Meint ihr das? Ja! Was hat er da? Irgendwelche Akten. Ah. Schuldverschreibung über den Hof samt Vieh des Döring Christian. Ja. Fangt auf! Nein, nicht werfen! Hier. Schuldverschreibung über die Karte samt Inventar des Gläser Christian. Fangt auf! Stimmt, da seid ihr von Sinnen! Schuldverschreibung über Haus und Stall des Reichelhansel. Oh. Ah, fangt auf! Lasst doch den Unfug! Da schwimmt mein Haus. Fangt auf! Nicht doch! Schuldverschreibung! Schuldverschreibung! Halt ein, Stülpner, das sind Dokumente! Fische das raus, bitte! Rasch! Ja, ja. Abwärts! Ja, abwärts! Schuldverschreibung! Und noch eine! Noch eine Schuldverschreibung! Schuldverschreibung! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen, Karl! Soldaten. Flussabwärts. Ach, die Dokumente. Registratur. Rasch. Da. Sehr feine, feine Pferde, kannst gut gebrauchen. Los! Fort, Bruder, fort in die Wälder! Wir Bauern hier im Sachsenland erlegen's wild mit eigener Hand. Wir töten Hirsche, Reh und Schwein. Ein jeder spricht, die Jagd ist mein. Das Wild verwüstet Feld und Saat, wenn wir auch wachen früh und spät, drum machen wir nun selber Jagd. Es wird da niemand mehr gefragt.
hättest du dabei sein mögen, sage ich dir. Das hättest du sehen. Ein andermal. Ich will so bald wie möglich meine alte Mutter sehen. Und Christine. Ende der Rast. Jetzt kommt das letzte Stück der Reise. Au revoir, Kameraden. Au revoir. Grüß Gott, Winklerin. Himmel, das Stildlokal. Das Stildlokal ist wieder da. Grüß dich, Philipp. Willkommen in der Heimat, Karl. Danke. Reichels. Zum Gruß, Stülpner Karl. Der Karl wieder daheim? Der Karl war immer ein richtiger Kerl. Gut, dass so einer wieder heimfindet. Wird sich die Stülpnerin freuen. Karl, dass du wieder da bist. Die Christine hat immer gesagt, dass du wiederkommst. Ja, und ich bleib jetzt auch. Die Christine ist noch hübscher geworden, als sie früher war. Und sauber, ich glaube auch im Herzen. Wenn du sagst, wird's schon stimmen. Alt genug zum Heiraten bist ja, da vergehen ja deine Flausen. Sorgst dich um mich? Ich weiß nicht, was der Gerichtsverwalter über deine Rückkehr denkt. Einfach zurückkommen. Diese Sorte glaubt, das Recht sei so kurzatmig wie ihr eigenes Gedächtnis. Ich will kein Aufsehen. Nehmt ihr zwei Häscher und holt ihr Nachtunggewehren. Diesen Kerl ins Gewahrsam auf die Burg. Besorgt, Herr Gerichtsverwalter, ich sperre ihn ein. Den Stülpner meine ich. Ist sie heiß? Ziemlich. Ziemlich. Verflucht heiß. Nicht, wie ich mich fühle. Böhmen, Tirol, Schweiz, Hessen. Danke. Und sogar Frankreich. Im freien Frankreich der Brüderlichkeit. Stülpner Karl, dafür beneide ich dich. Reisen, das ist sein Leben. Da sieht man was von der Welt. Und alles nur, weil ich desertiert bin. Werden Sie dir nicht einen Strick draus drehen? Hm. Vielleicht ist Gras über die alte Sache gewachsen. Ich hoffe es wenigstens. Denkt, was ihr wollt, ich hatte Heimweh. Sagt, was macht die Wolf-Christine? Die vom Wirt in Scharfenstein? Mhm. Die ist noch frei. Erzähl weiter von den Franzosen, von der Revolution. Hast du die Guillotine gesehen? Hm. Genug erzählt. Danach erzählen wir, wie wir 90 das Wild aus den Wäldern gejagt haben. Daher... Unser Herr Gerichtsverwalter hat einen nachtragenden Charakter. Der Karl wird jetzt einen schlauen Freund brauchen. Mal sehen, wir die nächste Runde zahlen. Du, hart ab. Hier. Na? Bewahre mir gut, wie viel. Mach ich. Siehst du?
die Falle läuft, der verliebte Depp. Na? Was haben wir denn heute aus der Küche mitgehen lassen? Einen Schinken und drei Hühner. Nur den Ochsen, der seid ihr, den lasse ich hier. Sie wollen ihn fangen. Wann konnte ich nicht verstehen, aber er ist in Gefahr. Muss er wieder weg? Ihr müsst ihn warnen. Soll er denn nie zur Ruhe kommen? Vater wird Schwierigkeiten machen. Er möchte, dass ich den Helfrich Hermann heirate. Den Hänfling? Mhm. Hast du wohl mit ihm geturtelt, weißt? Mhm. Frag nichts zu tun. Hm. Wenn Eifersucht dumm ist, werde ich wohl ewig dumm bleiben. Du lernst schnell, sehe ich. Mhm. Nicht nur vom französischen Jean Kürztöchter. Mhm. Karl! Mutter, wo bist du? Sie ruft nicht ohne wichtigen Grund. Karl! Musst du schon wieder fort? Kalt wirst du's haben, wenn der Winter kommt. Kalt? Aber frei, Mutter. Willst du nicht lieber wieder außer Landes? Mhm. In der Fremde steht man so allein. Im Wald ist es auch einsam. Für mich nicht. Und außerdem kann ich hin und wieder bei dir vorbeischauen. Und bei Christine. Mhm. Und bei Christine. Gibt's denn keinen anderen Weg, den Gerichtsverwalter zu besänftigen? Hm. Soll ich mich einsperren lassen als Deserteur? Soll ich kriechen? Vor dem Günther und seinem Pack? Nein. Die Obrigkeit macht mit uns, was sie will. Da hilft Stillhalten auch nichts. Du denkst an Vater. Ich will mal nicht so elend verhungern. Hier im Turm. Hab's gespart. Du wirst es brauchen. Ich schieß mir, was ich brauche. Malfizbub, du. Ich dachte, ich hätte ihn. Dann ist er wohl weg. Seht hinter die Tür. Oh. Los. Lauft ihm nach. Komm hier raus. Los, hier lang. Komm, was stehst du denn hier herum? Ihr müsst euch hinter. Hinterher, los. Nein, du gehst links. Nun zu dem Pfändung. Das Detachement Soldaten für morgen ist sicher. Die Pfändung der Bauernhöfe, Herr Gerichtsverwalter, sind gesichert. In der 9. Stunde, gemäß eurer Order, sind die Soldaten vom Ring mit Chemnitz im Dorf. Gut, das wäre die Pfändung. Er kann gehen. Hat er die Akten gefunden? In meiner Registratur geht nichts verloren. Und wer ist so alt wie die Welt? Gegen Ordnung hat keiner eine Chance. Nicht einmal eine Revolution. Ah. 90 haben wir den Aufwieglern das Handwerk gelegt. Das kommt. Wir sind nicht so weich wie die Franzosen. Und jede Insubordination wird schon im Keim erstickt. Stülpner Karl. Na. Da ist der allerhand beisammen. Verflucht! Mit der Zeit müsst ihr doch kalt werden. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Ich auch. Vielleicht bin ich nur deinetwegen zurückgekommen. Ach, Schwindler. Meinst du, ich weiß nicht, wie sehr du deine Mutter magst? Ja, aber meine Liebe zu dir ist etwas anderes. Mutter gibt's nur eine. Aber schöne Mädchen hättest du in Frankreich auch finden können. Hm? Ja, aber keine wie du. Hast du es ausprobiert? Frag nicht so dumm. Wenn Eifersucht dumm ist, dann werde ich wohl ewig dumm bleiben.
Mehr liebt, wen Eifersucht entflammt, doch besser liebt, wer sie verdammt. Woher hast du den Vers? Hm? Den hat mir eine französische Schankwirtstochter geflüstert. Wohin ist der Schuldner, Karl? Ins Dorf. Ja, ich mag ja. Ins Dorf. Na ja, zur Mutter. Und zu Christine, seinem Liebchen. Und zu dem Gerichtsverwalter. Der wird ihn fangen wollen, wenn er erst hört, dass der Stülpner Karl zurück ist.